Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Boah, dich Wort. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ich bin Vanessa, ich liebe den Radsport und ich liebe Rennen fahren. Heute geht es zum zweiten Rennen der Saison nach Arnsberg. Wollt ihr mit? Dann bleibt dran! Dass man die errechnete Ankunftszeit des Navigationsgerätes unterbietet. Es gibt eine Hüpfburg. Das ist genau das Richtige für mich. Hallo und guten Morgen. Heute sind wir beim nächsten Rennen und zwar beim Arnsberg Marathon in Neheim im tiefsten Sauerland. Heute steht auf dem Plan 60 Kilometer mit 1800 Höhenmetern. Bin sehr gespannt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man. Ist dem Ziel über die 60 Kilometer. Ganz herzlichen Glückwunsch und Beifall für Vanessa Schmidt. www.training-mit-köpfchen.de. Erste bei den Seniorinnen 1. Dahinter war jetzt gerade. Wie war das Rennen? Das Rennen war gut. Also, es war so ein richtiges Race to Remember für mich. Ich habe gut performt und ich hatte auf jeden Fall jeden Meter im Rennen Spaß. Wie war die Strecke? Naja, die Strecke war jetzt eher so ein bisschen Schotter- und Waldautobahn. Trails waren eher rar, was für mich aber gar nicht so schlecht ist, weil es waren genau die Sachen, die ich nicht kann, nämlich abfahren auf Schwimmschotter. Von daher war das eine gute Lehrstunde für mich. Und warum bist du heute auf der längeren Strecke gemeldet gewesen? Ja, also ich bin heute 60 Kilometer gefahren, zwei Runden. Und zwar, ich habe im Sommer Großes vor. Ich fahre in 3 Wochen oder 4 Wochen die Alpentour-Trophy. Habe ich mir unterwegs schon gedacht, dass das ganz schön sportlich wird. Und gib den Damen modern das Strahlen zurück.
Wir sind bei den Seniorinnen 1. Dankeschön. Und ich komme zu den Senioren. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.